Wir blicken weiterhin auf einen sehr starken, resilienten Kryptomarkt, der sich wirklich schön entwickelt hat in den letzten Tagen. Vor allem Altcoins wie Solana und Avalanche haben es in den letzten Tagen und Wochen geschafft, die großen Kryptos wie Bitcoin und Ethereum deutlich out zu performen. Im Hinblick auf unser Altcoin-Portfolio gibt es hier aber noch den ein oder anderen Coin, der im Vergleich zu Solana nicht so gut performt hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Renditeerwartungen in den nächsten Jahren in irgendeiner Weise geschmälert werden. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass wir uns hier weiterhin auf attraktiven Akkumulationsniveaus befinden. Nach längerer Zeit werden wir uns gemeinsam mal wieder meine zweitgrößte Position bei mir im Altcoin-Depot anschauen. Wieso bin ich hier investiert und wie sieht hier der mittel- und langfristige Ausblick aus? All das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Nach längerer Zeit ist es mal wieder soweit. Wir schauen uns heute mal gemeinsam an, was meine zweitgrößte Position bei mir im Depot so macht. Und zwar wisst ihr es ja jetzt schon länger, als ich mein Portfolio hier auf YouTube vorgestellt hatte, war das zu diesem Zeitpunkt noch meine größte Position. Aufgrund der Performance in den letzten Monaten ist Solana inzwischen die einsame Spitze geworden bei mir im Depot. Allerdings habe ich in den letzten Tagen hier nochmals zugegriffen und ich löse es an dieser Stelle auch gleich auf. Thematik des heutigen Videos wird Polkadot sein. Ich habe in den Kommentaren auch einige Male gelesen, gibt es mal wieder ein Polkadot-Update. Hier sind natürlich auch einige investiert. Wir haben es hier schließlich mit einem Blue-Chip-Projekt an der Kryptofront zu tun, mit einem sehr aussichtsreichen, übergeordneten Chartbild. Und an dieser Stelle werden wir auch gleich beim Thema. Beim übergeordneten Chartbild würde ich mal ganz gerne einsteigen, denn hier hat sich tatsächlich noch nicht so viel getan. Polkadot ist mit dem gesamten Sektor in der letzten Zeit deutlich nach oben gelaufen, konnte sich seit der letzten Bodenbildung schön etablieren, muss man aber an dieser Stelle auch erwähnen, dass der so ein bisschen hinterherhängt. Also der große Sprung, der ist hier ausgeblieben. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, hängt der hier etwas hinterher im Zyklus und springt der vielleicht erst so richtig an in der nächsten Zeit und könnte das möglicherweise auf den aktuellen Niveaus, und man sieht es ja hier übergeordnet, hier gab es praktisch kaum Bewegung. Also das sieht hier wirklich noch aus, wie wenn er sich in der Akkumulationsrange auf der ganz übergeordneten Struktur befindet und hier so allmählich dann der Push kommt, auf den wir alle warten. Auf der übergeordneten Betrachtung haben wir es hier praktisch mit einer analogen Ausbildung zum Bitcoin-Chart zu tun gehabt, denn wenn wir jetzt mal hier beispielsweise das BTC-USD-Chart drüber werfen, bevor wir mit dem eigentlichen Video weitermachen, ein kleines persönliches Anliegen meinerseits. Und zwar haben wir bei uns in Google Analytics gesehen, dass die meisten von euch unsere Videos dauerhaft schauen, aber tatsächlich über 30% diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Falls ihr also mir und meiner Arbeit hier auf YouTube wirklich etwas zurückgeben wollt für den kostenlosen Mehrwert, den ihr tagtäglich erhaltet, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und nehmt euch die eine Sekunde und drückt einfach auf den Abonnieren-Knopf. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir gleich mal mit dem Video weiter. Da sehen wir, dass zum Zeitpunkt des neuen All-Time-Highs von Bitcoin Polkadot eine ähnliche Struktur hier ausgebildet hat. Also wir nehmen hier in beiden Fällen an, dass wir es hier mit einem impulsiven Anstieg zu tun gehabt haben. Das hier ist das reelle High von Bitcoin und dieses tatsächlich ausgebildete All-Time-High war lediglich eine korrektive Bewegung, die dann dazu geführt hat, dass wir uns innerhalb einer Welle C-Expansion innerhalb dieser übergeordneten Korrektur befunden haben. Bei Polkadot ist das Spiel ähnlich. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir nach dieser impulsiven Welle 1 Annahme, was gleichzeitig unser reelles All-Time-High bei $50 darstellt, seither uns innerhalb einer korrektiven Phase dieser Welle 2 befunden haben. Man muss immer unterscheiden, ist die Price Action tatsächlich mit preisgebender Bildung dieses neuen Highs innerhalb einer Impulsstruktur ausgebildet worden oder handelt es sich hierbei nur um einen korrektiven Anstieg? Auch Korrekturen können neue Tiefstände ausbilden oder in diesem Fall neue Höchststände. Es ist immer strukturabhängig, mit was wir es hier zu tun haben und entsprechend haben wir hier auch die Annahme gefällt, dass wir es analog wie zum Bitcoin, wie gesagt, mit einem korrektiven Anstieg zu tun gehabt haben, der gleichzeitig ein neues All-Time-High ausgebildet hat, um dann innerhalb der Welle C-Korrektur tief abzuverkaufen und dann übergeordnet diese Welle 2
abzuschließen. In Hinblick auf das kurzfristige Chartbild hier im 4-Stunden-Chart sehen wir, dass mit erfolgreichem Aufkaufen innerhalb unserer letzten Zielzone die Annahme bestätigt wurde, dass wir hier bei Polkadot übergeordnet betrachtet den Bärenmarkt sehr wahrscheinlich abgeschlossen haben und uns jetzt nachhaltig innerhalb des nächsten bullischen Zykluses befinden werden, der uns mal mindestens Richtung 86 Dollar langfristig befördern sollte. In der Expansion wäre es wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, dass wir Richtung 137 laufen werden. Jetzt müssen wir aber erst einmal schauen, dass wir hier schöne Impulsstrukturen ausbauen und sich der Bursche im weiteren Verlauf ausbildet und sich präsentiert, dass der auch Lust hat, hier mit ordentlich Liquidität hochzulaufen. Das wird jetzt ganz wichtig, denn in der aktuellen Struktur gehen wir davon aus, dass dieser Zyklus komplettiert wurde innerhalb eines Ending Diagonals. Das heißt, wir haben es hier bei Polkadot nicht mit einer klassischen Impulsstruktur zu tun, sondern mit einer Diagonalstruktur, die den bärischen Zyklus komplettiert hat, die es nicht geschafft hat, diese Trendlinie, die untere Trendlinie zu berühren, was natürlich auch ein Zeichen von Stärke darstellt. Und seitdem haben wir das letzte Swing High dieser Welle 4 Annahme nach oben hin verlassen. Das war mein Bestätigungspunkt. Ich wollte tatsächlich sehen, dass es Polkadot im weiteren Verlauf schafft, die 5,71 zu knacken. Geht es darüber, habe ich mit unseren Abonnenten in der Videoanalyse ganz klar kommuniziert. Der Boden ist hier sehr wahrscheinlich drin und wir haben hier einen schönen Einstieg generieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt der größere Rücksetzer? Wir haben hier in den letzten Tagen etwas deutlicher wieder korrigiert. Der fängt sich jetzt gerade auch wieder, wir pendeln uns bei 5,40 ein oder marschiert das Ding jetzt geradeaus durch. Und es ist natürlich an dieser Stelle auch extrem schwierig zu definieren, in was für einer Struktur läuft der hier hoch. Denn wenn wir an dieser Stelle hier seit der Bodenannahme versuchen, diese Struktur als Impuls zu klassifizieren und entsprechend durchzuzählen, was uns ja dann schlussfolgernd auch ermöglicht, erste Kursziele im ersten Zyklus zu deklarieren, also in der internen Struktur übergeordnet betrachtet für diese Welle 3 Expansion, da erwarten wir ja wiederum eine fünfteilige Aufwärtsbewegung und innerhalb dieser Aufwärtsbewegung haben wir immer wieder neue fünfteilige Strukturen, korrektive Phasen, dann kriegen wir wieder einen Impuls und so weiter. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier innerhalb des ersten Impulses und hier gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Den ersten impulsiven Anstieg können wir hier schön durchzählen. Wir haben es hier ganz klar mit einer Welle 1 zu tun, eine Flat-Korrektur mit einer überschießenden B-Welle und eine C-Welle, die die Liquidität unterhalb dieser A-Welle in der Welle 2 abgreift, um diese dann zu komplettieren. Dann ging es hier über diesen dynamischen Widerstand drüber, Bestätigungspunkt erreicht, hätte man so auch traden können. Und seitdem hat sich das hier aber nicht ganz so schön ausgebildet, muss ich hier an dieser Stelle erwähnen. Denn dann kommen wir jetzt auch gleich zum Punkt, warum er uns den Workflow aktuell nicht so ganz erleichtert und ich hier nicht direkt wieder eine Zielzone kommuniziert habe. Denn aufgrund der Struktur haben wir hier einfach mehrere Möglichkeiten. Wenn wir eine solche Welle 3 Expansion errechnen wollen, dann gehen wir immer davon aus, dass wir hier ein Mindestkursziel von 162% erreichen müssen. Dieses Mindestkursziel haben wir erreicht und wir haben seitdem eine korrektive Phase eingeleitet. Demnach können wir hier mal in der Primärerwartung durchaus eine Welle 3 Top deklarieren und müssten dann im weiteren Verlauf ein 38 bis 50 Retracement innerhalb dieser internen Welle 4 hier erwarten. Diese Zone haben wir mit dem gestrigen Abverkauf erreicht und Polkadot hat sich seitdem auch etablieren können und ist wieder aus dieser Zone rausgelaufen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Welle 4 abgeschlossen haben und im nächsten Verlauf über diesen dynamischen Widerstand drüber laufen. Geht es darüber, haben wir hier eine Bilderbuchbestätigung dafür, dass wir uns innerhalb einer ersten Welle 1 befinden, aus impulsiv bullischer Sichtweise, und dann hätte das Ding nochmal deutlich mehr Weg zu gehen. Geht es im Anschluss über die 5,88 drüber, dann hätten wir hier eine Bestätigung für eine mögliche Welle 5 Expansion und an dieser Stelle könnten wir auch hergehen und erste Kursziele für diese Erwartung innerhalb der übergeordneten Welle 1 zu deklarieren. Da wir uns hier aber im Kryptosektor befinden, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir nicht unsere Regelkursziele erreichen. Also das 61,8er ist immer die grundsätzliche Annahme, wenn wir es hier mit einer Welle 3 Expansion zu tun haben. Das ist in diesem Fall der Fall, denn wir haben die 161er Marke erreicht und sind da auch leicht drüber gelaufen. Entsprechend wäre unser erstes Kursziel
sie beim 61,8er Expansionsniveau für die Welle 5. Allerdings ist es hier eben, wie gesagt, möglich, dass wir sowohl in der Welle 3 wie aber auch in der Welle 5 expandieren. Das haben wir beispielsweise bei Solana gesehen. Bei Crypto.com in den letzten Tagen hat die Welle 5 genauso expandiert wie die Welle 3. Das ist einfach liquiditätsbedingt. Wir haben es hier im Vergleich zu Blue-Chip-Aktientiteln wie aber auch auf die Indexanalyse bezogen mit relativ kleinen Marktkapitalisierungen zu tun. Entsprechend reicht hier relativ wenig Liquidität, um beide Wellen nach oben zu schieben. Das heißt, alles zwischen 61,8 und 161er Expansion ist hier im Rahmen der Erwartung, wo ich sagen würde, hier würde ich einen Top dieser internen Welle 5 annehmen. Also, es ist wichtig, dass wir, wie gesagt, über die 588 drüber laufen. Geht es da drüber, würde ich hier grundsätzlich mal eine Welle 5 Expansion erwarten. Alles zwischen 61,8 und 161er Expansion ist hier im Rahmen der Erwartungen absolut realistisch für Polkadot, dass wir diese Kursziele auch tatsächlich in der nächsten Zeit erreichen werden. Das heißt, es wird jetzt hier definitiv keine Shortzonen meinerseits geben. Ich werde mich vehement dagegen wehren, diesen Markt zu shorten, denn ich bin hier grundsätzlich der Meinung, dass wir uns nachhaltig innerhalb des bullischen Zykluses sehr wahrscheinlich befinden. Im Hinblick auf die übergeordnete Struktur sehen wir, dass wir uns weiterhin am Anfang des übergeordneten bullischen Zykluses befinden. Und meines Erachtens sind die aktuellen Niveaus weiterhin sehr attraktiv, um hier Polkadot langfristig mit ins Depot zu packen. Entsprechend wird das hier sehr interessant, was in der nächsten Zeit passiert. Ich bin hier primär ganz klar bullisch gestimmt. Okay, an dieser Stelle schauen wir uns mal ganz kurz meine Alternative in der kurzfristigen Ansicht an, die es Polkadot tatsächlich erlauben würde, hier auf direktem Wege ein etwas größeres Retracement, also eine Korrektur. An dieser Stelle hätten wir hier weiterhin die Welle 1-2 Annahme. Das hier wäre unsere 3, eine scharfe Welle 4 Korrektur, die dann eine Welle 5 der übergeordneten internen Welle 1 hier bereits komplettiert hat. Wenn wir an dieser Stelle mal schauen, wie tief hat er denn schon korrigiert seit dem Top, da sehen wir, auf dem 38,2er gab es hier Kaufreaktionen bei rund $5. Das ist in den allermeisten Fällen ein typisches Kursziel. Innerhalb einer solchen Welle 1 Korrektur, also für die interne Welle 2 gesprochen, der A. Diese Welle A wird durch eine Welle B in einer dreiteiligen Korrektur nach oben hin korrigiert und dann gibt es hier wiederum einen relativ scharfen Abverkauf der Welle C der 2. Falls wir also diesen Impuls bereits komplettiert hätten, würde ich hier etwas mehr Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen erwarten, Verkaufsdruck in die C der 2 hinein. Allerspätestens in diesem Bereich nach Komplettierung einer fünfteiligen C-Welle werde ich nochmals für unsere Abonnenten eine Kaufzone kommunizieren, denn das wird sehr wahrscheinlich die letzte Möglichkeit werden, um hier günstig bei Polkadot einzusteigen, bevor dann wirklich hier die Kursrakete losgeht und wir dann möglicherweise Niveaus um rund $5 nie mehr wiedersehen werden. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Bis zum nächsten Video. Ciao.